Schönen guten Morgen. Es ist kurz nach 5 Uhr. Es ist Samstag. Heute wieder Sendung bei Welle 1, das Wochenende. Bin gerade noch am Frühstücken. Muss mich gleich noch fertig machen. Michael schlaft noch, steht aber ihn auch in 5 Minuten dann auf. Und ja, dann geht es mit dem Zug mal Richtung Salzburg und dann. Ich nehme mich heute einfach mal ein bisschen mit zur Sendung. Wie die Sendung so funktioniert, wie die Vorbereitung funktioniert, die ganzen Sachen einfach. So, jetzt bin ich im Badezimmer. Jetzt geht es nämlich an die Frisur. Mann. Wie spät ist es? Ah, zu früh. Die Uhrzeit hat er bis es 10 Uhr ist, immer. Ja. Bei dir ist es immer zu früh, wenn es nicht 10 Uhr ist. Ja. Du fährst jetzt in die Arbeit. Ja. Mit dem Klapprad. Mhm. Und ich fahre in die Arbeit mit dem Zug. Ja. Du brauchst 7 Minuten, ich 2,5 Stunden. Dafür auch schön. Oh. Naja, gut. Egal. Ich schaue mir jetzt das mal mit dem Klapprad an, wie ich das jeden Morgen dann ablaufen werden. Ey, komm, das schaut so super aus. Das ist doch genial. Boah, hab ich mich erschrocken. Jetzt geht der scheiß Rolltor runter bei der Garage. Wenn wir den Knopf drücken da. So. Jetzt. Geräuschkulisse, die ich nicht kenne, tatsächlich. Ich will zum Bahnhof gehen. Mega creepy. Ich bin gerade bei so einem Haus vorbeigegangen, bei so einem alten Haus. Und da hat einfach so ein Windglockenspiel angefangen zu zappeln oder läuten, zu klingeln. Mega gruselig, auf jeden Fall. Mittlerweile bin ich angekommen am Bahnhof und warte jetzt auf den Zug. Dauert nur ein paar Minuten, dann ist er schon da. Ich bin der Einzige tatsächlich auf dem Bahnhof, also so viele Leute sind noch nicht da. Endlich im Studio angekommen, noch 2,5 Stunden Fahrzeit, aber jetzt bin ich da und jetzt gibt es ein Licht. So, und jetzt muss ich mir mal die Jacke ausziehen und die Maske runtergeben, weil ich bin ja alleine. Und jetzt geht es noch die restliche Vorbereitung, weil alles, was ich im Zug noch nicht gemacht habe, das muss ich jetzt machen. So, ich sitze jetzt auf dem Platz für die Vorbereitung von der Sendung.
Was habe ich jetzt zu machen? Und zwar schaue ich mir jetzt die Wetterlage an, die Verkehrslage, dann schaue ich mir an, welche Moderationen, welche Themen habe ich heute. Kann natürlich auch flexibel nur aktuelle Themen einbauen. Zum Beispiel habe ich auch gelesen, dass Tom Holland in einer Bar gearbeitet hat, inkognito, und gefeuert worden ist. Finde ich witzig und deswegen darüber werde ich auch dann später noch in der Sendung sprechen. Dann senden wir heute außerdem live aus dem Skigebiet in Salzburg, also aus einem Skigebiet in Salzburg, deswegen heute ein bisschen Special-Sendung, geht um 9 los und jetzt ist es 8.34 Uhr, heißt gute 25 Minuten habe ich noch. Wetter ist schon mal fertig, außer die aktuellen Messwerte, die muss ich mir jetzt gerne raussuchen. Verkehrsservice schaut auch ganz gut aus, heute nicht so viel los momentan noch, weil Steiermark und Oberösterreich sind ja heute die Semesterferien gestartet oder gestern. Und sonst die nächsten Moderationen so habe ich auch schon fertig geschrieben. Ja, dann schauen wir jetzt einmal, was er jetzt generell so tut und ich nehme euch in der Sendung dann ein bisschen mit. So, zwischendurch geht es auch mal für mich kurz an die Tankstelle während der Sendung, weil ich bin durst und so habe richtig Gust auf entweder Eistee oder Lemon Soda. Ich weiß auch nicht genau was, aber ich werde es dann rausfinden. Kann ich das aufmachen so? Schaffe ich das? Ich hoffe das mit einer Hand. Ich hoffe das. Ich glaube ganz fest dran. Ah. Ich hoffe das. Ich hoffe es. Ich krieg das hin. Nein, ich krieg's nicht hin. Jetzt habe ich es geschafft. Los. Geil. Einfach geil sowas. Sowas kann irgendwie während der Sendung mal nicht warten, wenn man mal ein bisschen was von draußen sieht erstens. Ach, hätten wir so frisch in das trinkt. So, fertig mit Arbeit. Jetzt geht es wieder Richtung Bus, dann Richtung Zug, dann wieder Zug und dann bin ich zu Hause. So, der Miguel hat mich heute begleitet zur Arbeit. Ja. Und ja, also Sendung beginnt eh gleich. Jetzt ist nämlich schon wieder Sonntag. Also gestern war es ja ein bisschen stressig mit der Sendung, mit dem ganzen Skigebiet-Dings. Und heute ist Sonntag, also ein bisschen ruhiger und deswegen werde ich heute nochmal ein bisschen mitfilmen, weil gestern, wie gesagt, war es ein bisschen sehr stressig. Also zeige ich euch jetzt nochmal, wie ich es so mache da, während der Sendung. Irgendwie habe ich total Lust, nach der Sendung dann spazieren zu gehen, noch kurz irgendwo in der Stadt, vielleicht mit Miguel. Keine Ahnung, ob wir das schaffen oder wo wir hingingen. Das Wetter ist nicht so schön, gerade kommt ein bisschen die Sonne raus, aber eigentlich ist es nicht so prickelnd heute. Mal schauen. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir noch draußen gehen irgendwie. Rein geht's in den Sonntag. Langsam geht's auch Richtung Mittag. Es ist 11.14 Uhr. Neu, besser, mehr Geld. Der Welle 1 Zeittag. Jackpot. Und wer es noch nicht weiß, er ist jetzt wirklich zurück. Es ist keine Verarsche, nein, er ist wieder da. Der Welle 1 Zahltag, aber diesmal mit einem Extra und zwar mit dem Jackpot. Der Welle 1 Zahltag Jackpot heißt folgendes: Es gibt nicht nur 100 Euro, sondern vielleicht sogar mehr, wenn jemand falsch antwortet. Wächst nämlich der Jackpot und wenn ihr euch anmeldet mit euren Freunden, dann rufen wir euch vielleicht an, fragen euch, welchen Radiosender ihr hört und dann müsst ihr ganz einfach antworten und zwar mit der Wahrheit. Ich höre Welle 1 von 6 bis 18 Uhr. Aber ganz so einfach machen wir es euch nicht, denn wir rufen nicht als Welle 1 an, sondern wir geben uns meistens aus als irgendein Marktforschungsinstitut. Also heißt, gut aufpassen. Es könnten nämlich wir sein. Und jetzt haben wir noch den Gewinner vom Movieflash vorhin in der Leitung. Hast du dich schon angemeldet? Habe ich mich, ja. Da super. Würde mich freuen, wenn's mich anruft. Schauen wir mal. Könnt ihr auf jeden Fall gut gebrauchen, ja, das Geld. Ja, wer nicht, bitte. Genau, ja. Vor allem jetzt in die Zeiten. Kann nicht schaden, so ein extra 100er oder sogar mehr, gell? So, und für alle, die es noch nicht getan haben, jetzt schnell anmelden auf unserer Website welle1.at für den Welle 1 Zahltag, euch und eure Freunde. Dann gibt es vielleicht schon 100 Euro oder sogar mehr. Jetzt gleich anmelden zum Welle 1 Zahltag Jackpot. Welle1.at. So, wir haben uns gerade was zum Essen bestellt, denn es ist schon Mittag und irgendwie haben wir schon beide recht Hunger. Ja, gerade angerufen, der Pizzabote. Irgendwie ist der Miguel jetzt weg. Ich schätze mal, dass es holt, aber ich weiß nicht wo, weil irgendwie ist er jetzt schon 5 Minuten lang weg und ich,
Keine Ahnung, ich finde ihn nicht. Schauen wir nach unten irgendwie. Ha! Eben gesehen! Schnell! Schnell! Wo war der bitte? Ganz unten. Mhm. Warum? Er kann noch hochfahren. Ist er gut? Ja. Okay, gibt's jetzt Essen? Ja. Zeig mal her. Mach mal so eine Pizza. Ui. Ist deine, weil ich hab mit Mais. Pizza Boys! Gibt's jetzt Essen? Ja. Nein. Oh Mann. Ich bin heute irgendwie nicht Content da. Content was? Content begeistert. Dafür ich umso mehr. Mehr, ich mehr. Wo sind wir? In Salzburg. Ich frage dich immer, wo wir sind und dabei weißt du es eigentlich gar nicht so richtig. Also du warst jetzt in Salzburg. Ja. Mehr weiß ich aber auch nicht eigentlich. Also. Aber es ist schön, oder? Ja, auf jeden Fall. Gefällt es dir? Ja. Du bist halt müde. Ja. Irgendwie. Man merkt es schon. Das kriegt man so mit eigentlich. Aber es ist trotzdem schön, oder? Ja. So, Miguel, wie schaut's aus? Darauf? Nein, auf keinen Fall. Was? Nein, das mache ich wirklich nicht. Na, irgendwann krieg ich dich schon auf. Na, wirklich, ich glaube wirklich nicht. Irgendwann garantiert. Aber alle gucken uns zu beim Schachspielen. Ja, die werden da ein Riesenschach spielen, da. Und, wie hast du jetzt gefühlt? Ja, ich bin schlau. Wir gehen jetzt Eis. So, was haben wir jetzt? Alkohol. Was hast du für eine Sorte? Erdbeer. Obwohl es eher ausschaut wie Sorbet statt Eis. Ich hab Dings, Schokofatsch-Ding. Mega. So, wie war der Tag so? Also, für das, dass ich ein bisschen genervt war, weil keine Ahnung warum, aber so. Lass mal die Hand aus deinem Gesicht. Nein. Lasst es doch. War ein bisschen genervt, aber das lag nicht an dir, sondern danke an jemanden. Ja, also es war echt schön, es war echt schön. Ja, nur das Wetter, ich glaube das Wetter war auch das Wetter. Okay. Liegt Müll am Boden, super. Naja, egal. Ich weiß noch nicht genau, wo wir nächstes Mal hingehen, aber ich werde schon irgendwas finden. Irgendwas Scheiß fällt mir immer ein. Gell? Ja. Ja, okay. Tschüss, sogar tschüss. Tschüss. Tschüss.